Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, dem DLC, die Insel Iki. Die Story haben wir theoretisch schon beendet. Wir müssten eigentlich nur noch die Epilogmission hier erledigen. Aber bevor wir das machen, werden wir uns erst einmal an die Erkundung von der Insel Iki machen. Da haben wir ja noch nicht allzu viel gemacht, wie ihr seht. Gut, die nördliche Hälfte haben wir einigermaßen gut aufgedeckt. Hier unten sind wir auch recht gut vorgedrungen, aber ihr seht, hier unten haben wir schon eine Menge Fragezeichen, die gerne erkundet werden möchten. Und darum kümmere ich mich zunächst mal als erstes. Ich schaue erst einmal, ob sich hier nicht eventuell ein Kletterpfad befindet. Ich will es zumindest schwer hoffen. Ah, das hier sieht gut aus. Jawohl, okay. Weil großartig irgendwo anders hinreisen können wir hier, glaube ich, nicht, um näher an dieses Fragezeichen ranzukommen. Dann erledigen wir auch nach und nach die ganzen Nebenaufträge, wenn sie gerade in der Nähe sind. Ja. Und nehmen erstmal alles so, wie es kommt, sozusagen. Na, schau mal. Was haben wir denn hier? Ach, eine Bogenherausforderung. Okay. Boah, das ist ein bisschen Mist. Okay. Gar nicht so schlecht. Aber auch nicht gut. Okay, immerhin. Wenigstens Silber. Das ist immer so mein Minimum. Ne? Gold kann ich auch immer noch dann machen, wenn der Talisman ordentlich aufgelevelt ist, was er ja mit jedem einzelnen Verdienst einer Medaille bereits tut. Das reicht schon aus. Okay. Als nächstes in die Richtung. So. Na komm, Kase. Okay. Bei der Gelegenheit nochmal kurz einen Pfeil und zwei Haftbomben nochmal aufgestockt. Das ist das Praktische an den Satteltaschen. Huch. So, kurz hängen geblieben. Ah. Schön weit oben auf dem Berg. Okay. Ich dachte jetzt schon, das wäre. Oh, der Wolkenwaldtempel. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein mongolisches Gebiet, das ich erobern sollte. Nein. Das ist die Einrichtung, wo auch diese Mission hier stattfindet, zu der ich als nächstes wollte. Da hier ja an sich nichts zu erledigen ist, können wir ja direkt weiterreiten. Sprich mit der verängstigten Tempelhüterin. Ah, okay. Immerhin haben wir schon mal den richtigen Weg gewählt. Warum geht sie jetzt weg? Hallo, willst du jetzt Hilfe oder nicht? Was soll das denn? Was kann ich tun? Ich darf mit niemandem sprechen. Ich bin Ido. Die Betreuer halten mich hier fest. Andere auch, wie mein Bruder. Sie lassen uns nicht gehen. Was heißt das? Wer sind diese Betreuer? Seht euch um. Das sind alles Gefolgsleute des Mönchs Zenshin. Wegen seiner Reden dienen jetzt viele dem Adlerstamm. Ein Mönch verbündet sich mit Mongolen? Es ist Wahnsinn. Doch alle hier glauben ihm. Ich spiele mit, damit sie mich nicht einsperren. Ich kann euch hier rausholen. Euren Bruder und die anderen auch. Danke. Aber bitte tut den Betreuern nichts an. Sie sind gute Menschen, von Zenshin in die Irre geführt. In Ordnung. Ich gebe vor, mich ihnen anschließen zu wollen. Und dann versuche ich, die anderen Gefangenen zu finden. Sie sagen, durch Dienen folgt man dem Weg. Vielleicht hilft das. Zenshin wird gleich sprechen. Aber nur zu den Betreuern. Folgt diesem Pfad, dann könnt ihr unentdeckt zuhören. Wir dürfen nicht mehr reden. Sie werden uns sehen. Alles klar, vielen Dank. Einheimische, die dem Adlerstamm folgen,
Das sollte ich mir zuerst ansehen. Ja. Beziehungsweise anhören in diesem Fall. Dann schauen wir doch mal. Die Betreuer wirken zufrieden und entspannt. Ist alles nur Lüge? Okay. Mongolenvorräte. Genug, um diesen Tempel zur neuen Festung des Adlerstamms im Süden zu machen. Ist das der Mönch Zenshin? Zuerst zeigte der Adler mir Albträume. Wie schrecklich unser Volk nach der Samurai-Invasion litt. Wie es hungernd um Hilfe flehte, die ich nicht leisten konnte. Albträume? Hat er auch das Gift des Adlers gekostet? Jetzt hat der Adler mir einen neuen Weg gezeigt. Wer ihrem Stamm dient, erlebt Visionen der Fülle, des Friedens. Heute Nacht wird der Adlerstamm unseren Ängsten ein Ende setzen. Bereitet alles vor! Der Adlerstamm kommt heute Nacht. Ich muss die Gefangenen vorher befreien. Okay. Des Adlers Betreuer. Das scheint aber den Mönch ganz schön mitgenommen zu haben, diese Rede, hä? Da war ja danach. Ich muss mich unauffällig umhören. Herausfinden, wo die Gefangenen sind. Der Mönch war danach ja komplett außer Puste. Oh, interessant. Einmal in Zivil unterwegs sein. Keine schlechte Idee. Dann hören wir uns mal um. Hallo, Schwestern. Kann ich euch dienen? Bitte. Wir haben so viel Essen gesammelt, dass wir mit dem Körbeflechten nicht hinterherkommen. Die Visionen, die Zenshin beschreibt, scheinen mit jedem Tag dunkler zu werden. Was wird aus uns werden, wenn der Adlerstamm kommt? Zenshin führt uns nicht in die Irre. Wenn er sagt, durch Dienen folgt man dem Weg, dann dienen wir. Okay, sie haben zwar Bedenken, aber sie vertrauen Zenshin. Und ihr? Mit euch kann ich nicht reden. Okay. Ein paar Blumen hier mitnehmen, warum nicht? Er war nicht sehr gut. Friede, mein Freund. Ich bin hier der Aufseher. Das sind die Hübschen, leider. Okay. Ich diene Zenshin schon, seit er meine Familie vor den Samurai rettete. Was führt euch zu unserem Tempel? Ich bin ein Freund von Ito. Sie erzählte mir von Zenshins weisen Worten. Ich könnte beim Bewachen der Gefangenen helfen. Sie sind keine Gefangenen, sondern unruhige, verwirrte Seelen. Wir wachen über sie, bis sie den Weg erkennen. Doch dies ist nicht eure Pflicht. Und bald wird es auch nicht mehr unsere sein. Der Adlerstamm ist zufrieden mit unseren Bemühungen. Heute Nacht werden die Mongolen unsere harte Arbeit belohnen und diesen Tempel besetzen. Wenn sie diesen Tempel übernehmen, können sie die Worte des Adlers auf der gesamten Insel verbreiten. Oder noch weiter. Das können wir nur hoffen. Fürs Erste bleibt uns nur, schnell die letzten Vorbereitungen zu treffen. Schaut euch um. Vielleicht kann einer unserer Betreuer Hilfe oder etwas Zuspruch brauchen. Hab Dank für diese Gelegenheit, Bruder. Okay. Ich bringe Zenshin einmal. Lasst mich dafür sorgen, dass er es ist. Lasst es hier. Er bereitet alles für den Adlerstamm vor. Mit wem können wir noch reden? Hier vielleicht? Nö. Die Blume nehme ich auch noch mit. Sind meine Schwestern hier sicher, falls Zenshin stirbt? Warum sagt ihr so etwas? Ich hab ihn gesehen. Entsetzen in den Augen. Er spricht mit der Luft, als stünde jemand vor ihm. Ich fürchte um seine Gesundheit. Ihre Vision. Jetzt sollen wir uns da unten etwas weiter umhorchen. Schauen wir mal. Kein Zutritt. Ich verstehe. Ich bin nur hier, um zu dienen. Ich soll Essen für die Verwirrten zubereiten.
Nicht alle okay. dürfen hinein. Oder hinaus. Das Gebäude birgt Geheimnisse. Etwas, das ich auf jeden Fall herausfinden werde. Hallo? Oh, kann ich nicht drunter durchkriechen? Na gut. Okay. Tür aufgeht, fliehen wir. Und die Wachen? Seid nicht töricht. Es führt nur ein Weg hier raus, den Weg als wahr anzuerkennen. Gefangene. Friedlich komme ich jetzt nicht hinein. Ich komme wieder, wenn weniger Augen wachen. Also den Leuten ist das Ganze hier schon nicht geheuer. Sie muss erst die Verwirrung besiegen. Die Ärmste. Nee, ist klar. Wer brachte euch her, Freund? Ich beauftrage meist die Betreuer. Aha. Der Aufseher bat mich, mich nützlich zu machen. Ich möchte Zenshins Weg schützen. Dann seid ihr hier willkommen, Bruder. Zenshins Weg wird uns zu Frieden und Wohlstand führen. Ich weiß das. Doch nicht jeder glaubt so wie wir. Ich hörte, ihr bringt Menschen her, um sie zum Weg zu führen. Die armen, verwirrten Seelen. Ja. Wo beherbergt ihr sie? In sicherer Entfernung zu den Betreuern. Ob Bauernmädchen oder großer Krieger. Letztendlich wollen sie sich uns alle anschließen. Führt euren Dienst fort, Bruder. Ich habe genug erfahren. Ich warte den richtigen Moment für die Befreiung ab. Auf jeden Fall. Hier läuft einiges schief, auch wenn man... Lasst euch einmal ansehen. Auch wenn ich ein kleines bisschen hier, herumstochern musste, bevor ich auf die faulen Stücke von diesem Tempel hier gestoßen bin. Friede, Freunde. Darf ich mich hier kurz ausruhen? Nur zu. Doch wenn ihr einen Trunk wollt, müsst ihr euch selbst Sake suchen. Ein Wunder, dass nicht mehr freiwillig herkommen. Wenn der Adler eintrifft, muss meine Familie sich nicht mehr sorgen, wie ich meinen Bauch fülle. Oder meine Tasse. Und dafür müssen wir nun dienen. Ich muss jetzt handeln, solange sie schlafen. Okay. Schön aufpassen. Schön links rum. Ach, oder doch nicht? Nö. Ja doch. Geht doch. So. Das ist ein Test. Sie wollen sehen, ob wir den Weg kennen. Nein, kein Test. Ich will alle befreien, die gegen ihren Willen hier sind. Ist hier eine Frau namens Ito? Nein, den Namen trägt niemand. Wohl in einem anderen Gebäude. Der Adlerstamm ist hier. Oh nein. Ganz mieses Timing. Hui. Die Mongolen das sagen. Bleibt hier, bis ich die Wachen ausgeschaltet habe. Dann könnt ihr fliehen. So. Ist da einer? Ich sehe nichts. Okay. Ganz vorsichtig. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Aber gut, ist ja auch egal. Okay. Ich kann nicht. Gegner sind in... Ach, na toll. Ja, gut. So. Das wäre erledigt. Ah, da ist noch einer.
Zack. So, reicht das? Hilfe! Bitte! Ja, stillhalten. Ihr seid gekommen, aber was ist mit meinem Bruder? Wartet an der Treppe auf ihn. Geht dorthin, wenn es sicher ist. Dann könnt ihr beide heimkehren. Und die anderen? Sie sind töricht, aber die Grausamkeit des Adlerstamms verdienen sie nicht. Ich halte die Mongolen auf. Und ich werde mit Senshin reden, damit so etwas nie wieder geschieht. Seid bitte gnädig zu ihm. Er ist ein guter Mann. Oder er war es. Bis der Adler kam. Alles klar. Oh. Her damit. Jetzt nur noch dorthin. Und du bist raus hier. Bald seid ihr frei. Los, bevor ich noch ein Mongole sieht. Ich muss bleiben. Ich wollte meine Schwester. Woher wisst ihr das? Ich habe sie schon befreit. Geht, sie wartet an der Treppe auf euch. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Danke. Sehr schön. Vertreibe die Mongolen vom Tempelgelände. Okay. Nichts leichter als das. Wenn die genauso wenig Gegenwehr leisten wie die jetzt, dann passt es ja. Whoops. Puh. Hat, glaube ich, gerade noch so geklappt. Oh. Ganz langsam. So. Puh. Hi. So. Auch erledigt. Mist. So, machen wir kurzen Prozess. Zu Senshin. Er muss im Tempel sein. Sofern das Gift ihn nicht schon längst übermannt hat. Okay. Ach, tatsächlich direkt hier. Gut. Okay. Ich habe jetzt eigentlich mit einer... Oh, Cutscene gerechnet. Bleibt weg! Ich habe getan, wie befohlen! Ah! Gebt mir Frieden! Ich bin nicht der Adler. Ihr seid sicher. Sie ist nicht hier. Aber auch mir gab sie dieses Gift. Ich zerbrach fast daran. Ich überlebte, indem ich mich meiner Angst stellte und nicht länger floh. Was seht ihr? Ein weinendes Kind. Sein Heim von Samurai niedergebrannt. Das mich um Essen anfleht. Das ich nicht habe. Ich wollte es verhindern. Wirklich. Ich ertrage das nicht allein. Müsst ihr auch nicht. Nicht heute Nacht. Ihre Stimme ist noch da, doch schwächer. Meine Taten, die Versprechen, die ich meinen Anhängern gab,
Was habe ich getan? Was der Adler wollte. Jetzt könnt ihr eurem Volk die Wahrheit sagen. Wie der Adlerstamm uns mit Angst und Lügen verwirrt, um uns zu willigen Dienern zu machen. Wenn ich so etwas wieder gut machen kann, tue ich das. Dann verlasse ich den Tempel, bis ich ihre Stimme nicht mehr hören kann. Möget ihr Frieden finden, Senshin. Danke. Möget ihr euch der Wahrheit, die euch quält, nicht allein stellen müssen. Wunderbar. Talisman der tödlichen Rückkehr. Erhalte nach Einsatz von Eiserner Wille Munition für deine derzeit ausgerüstete Schnellfeuerwaffe. Ah, sehr schön. Okay. Als nächstes wäre dann eine weitere legendäre Geschichte dran. Sehr interessant. So, haben wir eine von den Nebenmissionen wenigstens schon beendet? Schön vorsichtig. Na komm. Okay. Die Richtung stimmt wieder ganz grob. Mal sehen. Das Vermächtnis von Kazumasa Sakai. Bin ich auch schon gespannt drauf. Okay. Sascho-Furt. Oh. Ja, guck mal. Umso besser, können wir das als nächstes erobern. Und auf diese Art und Weise schalten wir dann die anderen Fragezeichen hier in der Nähe frei. Passt doch. Nur der Adlerstamm tut heiligen Tieren so etwas an. Mist. Und weg. Oh, Mist. So. Okay, der lässt nichts fallen. Da ist der Bogenschütze. Na los. Oh. Okay. Ah ne, Quatsch. Hier verlasse ich doch wieder dieses Gebiet hier. Dann schauen wir mal. Ui. Wo hier sonst noch Leute rumkreuchen und fleuchen. Mindestens einer muss es ja noch sein. Schließlich ist das Gebiet noch nicht erobert worden. Okay. Pardon, kurze Unterbrechung. Machen wir direkt weiter. Ah, wie schön sich die Leute teilweise noch nach dem Attentat runterhauen lassen. Mist. Scheiße.
So. Ist der immer noch nicht tot? Au, nein, nein, nein. So, einer down. So. Geht doch. So. Da ist noch einer von den letzten. Ich wollte gerade sagen, was war mit dem denn los? Steht in der Pampa rum. Unfassbar. So, hier noch irgendetwas? Ha. Das da gehört nicht mehr zu dem Gebiet, oder? Naja, von der Pfeilrichtung her schon. Hm. Das gibt's doch nicht. Sind die alle ausgebüxt auf einmal? Da waren doch gerade eben noch ein paar übrig. Also entweder patrouillieren die oder die sind verschwunden. Pardon, wieder eine Unterbrechung. Also ich habe echt gar keine Ahnung, wo noch welche sein könnten, aber es lässt sich ja eigentlich relativ problemlos rausfinden mit dieser Fähigkeit. Dass die Mongolen draußen zählen, glaube ich nicht. Ah, das wäre es jetzt, wenn auf so einem Türmchen der letzte gewesen wäre. Aber da hinten sehe ich auch nichts. Au! Oh, na toll. Wie weit wurde ich denn jetzt weggebracht? Ich habe jetzt noch nicht einmal eine Entfernungsanzeige gesehen. Okay. Also Leute, oh, da oben vielleicht. Oh. Oh Mann. Und ich habe hier die ganze Zeit so einen Tunnelblick, habe keine Ahnung, wo ich als nächstes lang soll. Da werden sicher noch Gegner sein. Oh, jetzt hat sich der Wecker gemeldet, aber das hier machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Dieses Mongolengebiet hier. Aha. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Scheint noch einer hier zu sein. Und der letzte.
gut. Ich nehme an, hier wird auch noch jemand rumlaufen. Ja. Oh, Aufzeichnungen. Genro, euer Widerspruch gegen unsere Methoden ist naiv. Wenn ihr einen Beweis wollt, müsst ihr nur nach Tsushima reisen und Zeuge des Leids werden, das mein Verbündeter Kotun Khan dort verursacht. Der Adlerstamm gibt sich solcher Gewalt nicht hin. Die heilige Medizin ist ein Instrument der Verwandlung. Mit ihr zeigen wir einem ganzen Volk die Dunkelheit, die es in sich trägt. Eine Dunkelheit, die sie sonst ignorieren würden. Lasst euch nicht von Zweifeln quälen. Vor uns liegt die wichtige Aufgabe, das Volk von Iki von der Weisheit des Adlerstammes zu überzeugen. Wenn Kotun auf Tsushima zwangsläufig scheitert, nehme ich die Eroberung des Ostens selbst in die Hand. Und für euer Volk ist das besser so. Moment, weil ich sehe jetzt auch gerade die optional oder ein optionales Ziel. Deswegen wie mache ich das am besten? Ah, so rum. Nee. Doch nicht. Nein! Ah, verdammt nochmal! Scheiße. Inhalas Harrod Bison. Mit Bär, beginn dich mit. Hinweis, hallo. Mist, ja, okay. Dann ist es auch egal. Da habe ich mich jetzt total verdrückt. Mein Fehler. Dann ist es jetzt eben so. So. Schrei doch nicht so rum, Mensch. Oh Mist. Das war perfektes Ausweichen. Da hätte ich nochmal nachsetzen können. Ach, naja. Aber das war der letzte. Endlich. So. Damit sollten wir wieder einige Fragezeichen hier in der direkten Nähe freigeschaltet haben. Der Nebel hier in der Gegend wird sich auch verziehen. So wie es sein soll. Oh. Sogar Hirsche trauen sich wieder hierhin zurück. Kann ich ganz langsam? Ich wollte nur ganz langsam zu ihm hingehen. Ihn eventuell streicheln. Nein, ach komm schon. Oh, aber hier ist sogar ein Rehheiligtum. Ja, passt. Deswegen hat es hier gesessen und gewartet. Damit ich geduldig das Flötenlied spielen kann. Alles klar. Oh ja, sehr gut. Das hat uns wieder ein bisschen was gebracht. Wunderbar, Leute, dann würde ich an dieser Stelle den Part für heute beenden und das Rehheiligtum werden wir uns dann im nächsten Teil vorknüpfen, im nächsten Part. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!